Tag, Leute. Wir stehen hier vor dem Apartment von einem verdächtigen Abweichler. Wir können hier vor der Tür was analysieren. Federn. Columbia Olivia. Felsentaube. Was bringt uns das? So. Wollen wir denn mal klopfen? Hallo, sind Sie da? Sie Verdächtiger? Eintreten. Nochmal klopfen. Dreimal klopfen. Sie haben zu Hause? Und wenn keiner kommt, dann bumm. Aufmachen, Detroit Police! Jetzt ist er durchs Fenster raus. Bleib hinter mir. Verstanden. Bumm. Junge. So. Haben wir keine Waffe? Androiden werden nicht mit Waffen ausgerüstet. Sie denken, die Polizisten denken, dass die Androiden nur Unfug damit machen würden. Dabei wäre es hier für unseren Connor das Beste. Ja, was jetzt? Was zur Hölle ist das denn? Wenn er eine Waffe hätte, der könnte locker besser schießen als dieser fucking alte Säufer hier. Scheiße, wie das hier stinkt. Ah, liegt der Verdächtige vielleicht hier tot in der Ecke? Tja, wir sind umsonst gekommen. Unser Mann ist weg. Naja, ist das hier abgehauen? Der Taubenmann, oder was ist das? Ist das der Taubenmann? Irgendwas analysieren? Da ist doch blaues Blut. Besuche das Apartment. Bestätige, dass der Verdächtige ein Abweichler ist. Finde den Ursprung des Lärms. Okay. Der Ursprung des Lärms. Der Ursprung des Lärms sind meines Erachtens diese Tauben. Aber gut, schauen wir mal. Was ist das denn? Verdächtiger versorgt wilde Tiere, ja, mit Vogelfutter. Vogelliebhaber, der Taubenmann eben, ne? Was ist das für ein Zeichen da? Damit kann er nichts anfangen. Jetzt haben wir ja zufällig doch irgendwas in dem Raum, wo ich eigentlich eben drinne war. Einmal ist da was, ja. R-A9. Wieder RA9, ne? Langsam wird's verdächtig. Irgendeine Idee dazu? RA9. Und zwar 2471 Mal. Das kann er gleich alles so super nice analysieren. Das gleiche Symbol hat Ortiz Android an die Duschwand geschrieben. Yep. Warum sind Sie so besessen davon? Keinen Plan. Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. Zwanghafte Schreiben. Analysieren. Geöffnete Textmarker noch feucht. Kürzlich benutzt. Farbe Mitternacht schwarz. Was haben wir hier? Holzhocke. Kürzlich umgestoßen. Fuhren von Vogel. Fäkalien. Ah, das ganze Haus ist wahrscheinlich voller Fäkalien. Boah, stell ich das mal vor. Was ist jetzt hier ungewöhnlich? Verdächtiger war vor kurzem hier. Ist vom Stuhl gefallen, weil er uns hat klopfen hören wahrscheinlich. Ist ins Wohnzimmer gerannt. Und dann erlischt die Spur. Müssen wir im Wohnzimmer weiter suchen. War hier noch was? Wir müssen halt auch eben hier schauen. Was ist er denn da? Probe nehmen? Ja, das ist das blaue Blut. Das haben wir aber eben auch schon so gesehen. Und da ist ein Chip, den hat er sich auch rausgeschnitten, ähnlich wie Kara. LED-Biokomponente deaktiviert. Seine LED ist im Waschbecken. Hm. Natürlich war es ein Android. Ein Mensch hätte diese Scheißtauben nicht ertragen. Boah! Ist ja wie bei den Vögeln. Hitchcock! Was soll man in der Zeit sagen? Hitchcock! 2038 so. Ist der Film schon fast 100 Jahre alt? Kennst du keinen Schwein mehr, Hitchcock, die Vögel? So was machen Mütter für ihre Erstklässler. Echt? Was gibt's denn hier noch? Die Bücher. Ich dachte, ich wäre der Letzte in Detroit, der noch welche hat. Bei E-Books kann man das Papier nicht riechen.
Und die Seiten vergilben auch nicht. Ja. Du hast schon leer. Lass uns schon mal, wovon ich rede. Doch. Ich als Spieler ja. Der Android wahrscheinlich nicht. Obwohl glaube ich, dass die Menschen noch wissen, 2038, was Bücher sind. Also so schlimm wird es glaube ich nicht sein. Ich meine, so lange ist es ja auch nicht mehr, Handy, 20 Jahre. Fake-ID. Der Führerschein ist gefälscht. Cool, da hat sich der Besuch gelohnt. Was haben wir denn hier noch? Ungestoßener Vogelkäfig. Wolltest du die hier einfangen und haushalten, oder was? An drei Stellen zu analysieren. Handabdruck frisch. Metallhaken. Hat sich benutzt. Und hier unten ist noch was. Spuren frisch. Rekonstruieren. So, das ist wahrscheinlich, wo er rausgelaufen ist. Ist er da wahrscheinlich irgendwie hängen geblieben. Was weiß ich, wie das war. Ja, da ist er rausgefallen. Ne? Warte. Das war so. Er läuft hier raus. Bumm. Bleibt er da hängen. Und dann geht's hier weiter. Vielleicht ihr gehört, wie wir reingekommen sind. Ja, Und dann? War das noch nicht alles? Ist hier noch was zu rekonstruieren? Hä? Ach, da, an der Wand. Verdächtiger ist noch hier, okay? Der ist auch noch hier. Ähnlich wie der eine aus dem einen Paar, da hat sich auch irgendwie auf dem Dachboden versteckt. Dann sollten wir doch mal da hoch. Aber vorher sollten wir noch diesen Hinweis hier nachgehen. Was ist das da? Poster einer Urban Farm. Felder im Herzen der Stadt. Posterecke. Recyclingpapier kürzlich bewegt. Entfernen. Ich weiß nicht. Ein Buch, was ich dir verheimliche. Art Notizen, sagt er. Ach, der Vogelmann ist runtergesprungen. Verdammt, Dreckstaub! Worauf wartest du noch? Hinterher! Wir schützen ihn. Ah, jetzt können wir wieder schön rennen. Das ist doch mal schön. Das ist schön actionreich. Das finde ich geil. Sowas finde ich richtig cool. Stehen bleiben! Police! Eine Drohne. Stehen bleiben! Ah, geh doch hoch da! Mann, was soll man denn da analysieren? Trau ich nicht, ich spring da rüber, da kommt man nichts, das sieht man doch. Rüber da! Stehen bleiben, haltet ihn doch! Wieso kann den keiner aufhalten? Dann gehen wir hier. Stehen bleiben! Police! Fuck, ist der schnell! Wo ist er denn? Stopp! Haltet ihn jetzt mal einer auf da? Muss doch mal einer aufhalten. Ist er da oben? Fuck, der entkommt mir. Scheiße, ich hätte da glaube ich hochgekonnt. Aber gehen wir die Leiter, egal. Vielleicht schaffen wir das trotzdem noch. Aber jetzt wird er wahrscheinlich schon über alle Berge sein. Nee! War sogar relativ schnell. Komm, das kann nicht sein. Stopp jetzt! Wow! Den kriegen wir, komm. Müssen wir kriegen. Wir sind auf dem Train. Boah! Du Scheiße! Er kommt auch schon hinterher. War noch relativ fit für sein Alter. Für seinen Lebensstil. Nur Fast Food, Alkohol. Rauchen weiß ich nicht. Sicherlich auch. Er haltet ihn lieber auf! Statt hier so eine Scheiße zu labern. Stopp jetzt! Das kann auch nicht sein! Der schubst sie alle weg. Durch.
Nein, ich wollte eigentlich links. Egal. Ist es jetzt überhaupt möglich, den zu kriegen jetzt? Oder ist das so ein gewisser Zeitablauf hier, dass man hier ihm bis zum gewissen Punkt folgen muss? Weil das ist irgendwie unlogisch. Ich war manchmal schon so nah dran. Und jetzt kriegt der den noch? Dem helfen wir nicht. Wir müssen den kriegen. Wir müssen ihn einfach kriegen. Ja, und jetzt? Willst du jetzt springen? Scheiß Android. Bitte. Ich hab nichts getan. Nicht? Ich wollte nur frei sein. Du weißt, ja, was sie mit mir machen, wenn du mich festnimmst. Und? Modell 87400491. Deine Software weist gravierende Fehlfunktionen auf, darunter Klasse 4 Fehler. Du bist somit also defekt und wirst zur Deaktivierung zu Cyberlife. Bisher hat's geschafft. Warum hast du mir nicht geholfen, sagt er gleich noch. Rühr dich nicht vom Fleck. Der springt bestimmt gleich. Du Drecks! Warum hast du mir nicht geholfen? Du hast gesehen, dass ich falle, aber deine Scheißmission war dir wichtiger. Ich musste mich entscheiden. Es erschien mir... Was bin ich für dich? Eine Ziffer, eine Null oder eine Eins in deinem... Du hast mich doch auch. Du hast das Gleiche getan. Ist das, und du bist die Scheiße Mist, behandelt. Mistkerl! Scheiße! Ich verstehe. Weil so ein Typ wie dir, ja. Die Einschätzung war... Ich scheiße auf dich und deine Einschätzung! Komm her. Warum machst du das? Okay. Du bist einer von uns. Schnauze! Ich weiß nicht, ich wurde programmiert, Bulle zu werden wahrscheinlich. Doch du bist nur ihr Sklave. Ich sagte Schnauze! Okay. Okay. Komm mit. R9, rette mich. Hey, was zur Hölle? War klar. Und jetzt holt er R9, das ist wahrscheinlich dieser Hauptbulle. Hauptbulle, dieser Hauptandroid da. Gott, den sie anbeten, was auch immer, jedenfalls von dieser Gruppe irgendwas. Da, wo wir jetzt auch mit diesem Markus sind, mit diesem Schwarzen, ihr wisst schon. Der hat ja damit irgendwie was zu tun. Tja, das war das Nest. Ziemlich cool, actionreiche Mission, muss man echt sagen. Die war geil, die war echt geil. Coole Sache. Gucken, wie es jetzt weitergeht. Ob wir jetzt mal Kara. Jetzt müssen wir eigentlich wieder nach längerer Zeit Kara spielen. Wir sind immer noch auf der Flucht mit Alice. Mit dem Mädchen. Nee. Es geht weiter in GG. Geronimo, Bodo. Ihr wisst schon, was ich meine. Jedenfalls sind wir hier bei diesen toten Androiden oder. Was es auch immer sein soll. Wer seid ihr? Flüchtende. Oder vielleicht ist er das gar nicht. Vielleicht sieht er nur so ähnlich aus, aber der sieht wirklich so aus. Der sieht aber so aus, dieser Simon. Vielleicht sehen die auch nur so ähnlich aus. Das hier ist Jericho? Eine Zuflucht für die, die nicht länger Sklaven sein wollen. Okay, okay. Wie viele seid ihr? 19 von uns sind noch funktionstüchtig. Die anderen wurden auf ihrer Flucht beschädigt. Viele wollen hier nach Jericho. Ah, das sind alles die Verdächtigen auch. Ich hab's gerade erkannt. Die Menschen haben wenig Mitleid mit uns. Also ein paar auf jeden Fall. Ich verstehe nicht. Ich dachte, Jericho sei ein Ort, wo Androiden in Freiheit leben. Wir leben in Freiheit. Ja, wie man es nennt. Vielleicht anders, als du gehofft hast, aber hier gibt es keine Meister. Wir gehören niemandem. Jedenfalls keine Sklaventreiber. Ich verstehe, wie du dich fühlst. Aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest. Menschen waren eure Meister und jetzt beherrscht euch die Angst. Ihr seid nicht freier als zuvor. Naja, einen neuen Meister. Wie man's nimmt. Du bist verwirrt. So wie der Rest von uns. Wir wollten, ich würde auch sagen, dass das Ganze besser ist, als aber sich von den Menschen da versklaven zu lassen, auseinandernehmen zu lassen. Dann lieber hier unten unter Androiden im Bunker, ne? Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Danke sehr. Das ist sehr nett von euch. Sprich mit Lucy. Sie kann dir vielleicht helfen. Sieh dich um. Finde Lucy. Erkunde Jericho. Okay. Feuer entfachen. Damit es hier nicht so dunkel ist.
Wo ist denn Lucy? Oder hieß sie so Lucy? Mit Namen habe ich es immer nicht so gut. Was können wir hier noch machen? Einfach nur erkunden und sie finden. Sprechen. Du bist bestimmt nicht Lucy. Der ist defekt. Bin in einem üblen Zustand. Was? Ja. Mein Dialyseprogramm funktioniert nicht. Aber es hätte wohl ohnehin keine guten Nachrichten. Was ist mit dir passiert? Die Menschen haben dich gefoltert. Sieht man doch, haben mich gefoltert. Sie banden mich an meinem Auto fest. Sie wollten wohl ihren Spaß haben. Tja, das sind nun mal Menschen. Ich will mich nicht abschalten. Nein, ich will mich nicht abschalten. Feuer entfachen, wieder mal. Wir machen es hier ein bisschen heller, Leute. Oder meint ihr, die finden uns, wenn hier unten Feuer brennt? So ein bisschen heller hier. Wer bist du? Ich hörte, Menschen fürchten sich auch vor dem Tod. Ja. Ich wusste nicht, dass es Androiden weißt tun. Weißt du, was danach mit uns passiert? Nein. Wahrscheinlich nichts. Das ewige Nein, Nichts. Leider nicht. Tja, ich werde es bald wissen. Scheiße, die hat sich schon aufgegeben. Hat sich ihrem Schicksal umgeben. Marcus. Schön, dich kennenzulernen, Marcus. Tot. Abgeschaltet. Tot. Das war eine kurze Begegnung. So ist das eben, ne? Ist das hier Lucy? Bist du Lucy, du süße Maus? Bist du Lucy? Sprech gern Hallo. Kann ich hier nur mit den Kranken sprechen? Mit dir geilen Eulen? Du bist zum Beispiel sexy. Dir würde ich gerne mal hier um die Ecke gehen und dann richtig ficken, ey. So. Lucy, wo bist du? Und was ist hier drin? Dass irgendwie blau ist. Blaues Fläschchen? Oder ist das Blut? Von den Androiden. Das ist bestimmt Lucy mit dem halben Kopf. Bist du Lucy? Ja. Ich bin Lucy. Setz dich. Hinsetzen. Zeig mal. Das sind meine Wunden, Baby. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen die Hose aufmachen, dann kann ich dir meinen Stick zeigen. Haha. Aua. Ich glaube, das tut selbst dem Androiden weh. Nee, er chillt bestimmt gleich so. Bestimmt, die fühlen wirklich keinen Schmerz dann. Dann fühlen die keinen Schmerz. Aber können halt bluten. Blaues Blut. Da ist das blaue Heilmittel, was da eben lag. Trink das. Was ist das? Keine Fragen werden gestellt. Vollstes Vertrauen, ich trinke da irgend so eine blaue Flüssigkeit. Vielleicht vergiftet die mich auch, aber gut. So. Gluck, 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 gluck und Ex. Gib mir deine Hand. Gerne doch. Ja, wie kannst du denn leben mit deinem halben Kopf, während die anderen da irgendwie sterben? Oder stirbst du jetzt auch? Gibst du jetzt auch irgendwelche Kraft? Weil eben haben wir ja auch deinen die Hand gegeben und dann sterben die irgendwie. Du hattest alles. Und hast alles verloren. Ja, wegen einem Schubser, wohlgemerkt. Du hast die Hölle gesehen und sie tobt jetzt in dir. Nur weil mich der Typ angegriffen hat. Dann habe ich ihn nur geschubst und dann... Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Was wird siegen? Ich hoffe mal das Licht. Deine Entscheidungen formen unser Schicksal. Hm.
Okay, Lucy haben wir gefunden. Jetzt können wir uns noch weiter umsehen. Jericho untersuchen. Was steht der denn da hinten rum? Will der vielleicht reden? Und sicher, dass du nicht dieser Typ bist, der am Anfang das Mädchen entführt hat? Ich meine, du siehst ja genauso aus. Gut, vielleicht basteln sie die Typen halt ähnlich, ne? Vom Aussehen her, das kann natürlich sein. Dass diese Art von Typen immer gleich aussehen, das denke ich mal, ne? Dieses A77, A400 oder sowas, dass die halt immer gleich aussehen, das kann natürlich sein. So, hallo, möchtest du sprechen? Du Hübsche. Ich habe gehört, du bist eine Nutte. Wer fand diesen Ort? Stand in der Polizeiakte irgendwie. Das kann niemand mehr sagen. Du hast den Nachtclub dann nie wieder besucht. Wer es auch war, sein Körper liegt besucht. Wohl irgendwo auf diesem Schiff. Das heißt, fickst du auch mit Androiden? Für wie viel? Fuffi? Was ist früher deine Funktion gewesen? Poppen. Das ist doch egal. Das weiß ich doch schon. Oh, habe ich sie denn auch gefragt? Ich weiß es doch. Allein schon, wie sie gekleidet ist. Sie sagt immer noch, ich will ficken. Ich muss ficken, natürlich nicht. Ich will... Viele hier sind in einem schlechten Zustand. So behandeln Menschen die, die nicht gehorchen. Sie verachten uns. Sie werden uns nie akzeptieren. Wenn du Geborgenheit suchst, bist du hier am falschen Ort. Also du möchtest mich nicht hier haben. Nur weil du eine depressive Nutten-Androiden-Frau bist. Okay, danke. Willst du jetzt mal ein bisschen mit mir sprechen? Nö, der nicht, der nicht, der nicht. Wer will denn überhaupt mit mir sprechen? Was gibt's hier überhaupt noch zu erkunden? Die hier kann man gar nicht mehr benutzen. Die stehen dann noch mit Kopf gesenkt. Die sind wahrscheinlich ausgeschaltet oder schlafen oder... Was weiß ich, schlafen aus der Batterie leer, was weiß ich. So, öffnen. Was haben wir da drin? Leichnam? Kiste bereits geleert. Da waren Waffen drin, oder was? Was war da drin? Lager und Docks, Westerns Avenue, Detroit, Michigan. Ja, okay. Route wird berechnet. Unterbreite Simon, was schon da? Unterbreite Simon einen Plan? Erstmal nochmal Feuer anfachen. Und dann gucken, was da hinten an der Wand war. Das sah auch irgendwie auch interessant aus. Da war doch eben was. Da. Ach so. Da schreiben sie auch nur R9A oder wie das jetzt auch immer war, dahin. Okay, Simon. Sprich mit uns. Endlich jetzt. Simon. Simon. Englisch natürlich. Ich weiß, wo Ersatzteile sind. Die Cyberlife-Lagerhäuser unten am Hafen. Da ist alles, was wir brauchen. Die Docks sind bewacht. Wir können nicht einfach rein und uns etwas nehmen. Nee. Die Menschen verhindern das. Darum fragen wir auch nicht um Erlaubnis. Wir haben keine Waffen. Und selbst wenn, keiner von uns weiß, wie man kämpft. Wir werden gar nicht kämpfen, sondern stehen. Aber ihr seid ziemlich stark. Sie werden uns alle töten. Eigentlich. Vielleicht. Aber immer noch besser, als sich abzuschalten. Ich bin dabei. Die Nutte ist dabei. Sehr gut. Wir könnten es versuchen. Okay. Alright. Bin dabei. Markus hat einen Plan. Okay, das klingt ja recht interessant wieder. Das ist, ja, eine recht actionreiche Partie wohl, die vor uns steht. Eine lebensgefährliche, bedrohliche Situation mit Schusswaffen und was weiß ich, was da noch alles auf uns zukommen wird. Sehr spannend, sehr spannend. Also bis jetzt ist das Spiel nonstop durchgehend spannend, kann man sagen. Jetzt sind wir zum Beispiel hier wieder mit Alice, also mit Kara und Alice. Er lässt dem kleinen Mädchen auf der Straße. Es regnet wieder. Es ist wieder Heavy Rain. Ne? Hier wird man uns helfen. Bald ist das alles eine böse Erinnerung. Was ist das denn für eine Villa? Wen kennst du denn hier in dieser Villa? Was ist das? Bin mal gespannt. Hier muss es sein. Öffnen. Und rein in den Laden.
Kann man klingeln? Ja. Aber wer wohnt denn hier? Woher kennst du jetzt auf einmal, wer ist das jetzt? Nochmal, zweimal. Es ist dringend. Wir werden nass und von der Polizei gesucht. Sind Sie Slatko? Slatko? Wer fragt das? Es heißt, Sie könnten uns helfen. Nee. Ich weiß nicht, wer sowas sagt. Ihr seid am falschen Ort. Hm. Tut mir leid. Nicht. Wir brauchen wirklich Hilfe. Der wirkt aber jetzt auch nicht gerade seriös, dieser Typ. Kommt rein. Okay. Bin ja mal gespannt, was das jetzt für ein Heini ist hier. Kommt rein. Nicht so schüchtern. Bin ich doch gar nicht. Wo ich dich sehe. Du erinnerst mich so an den Vater von ihr. Nimmst den Damen bitte mal ihre Mäntel ab. Der ist noch unsympathischer. Oh, keine Angst vor unserem großen Freund hier. Das ist auch ein Android. Luther ist ebenfalls ein Android, dem ich half. Mhm. Er leistet mir Gesellschaft in diesem großen, leeren Haus. Okay. Da hier, meine Klamotten. Nehmt unsere Klamotten. Macht es euch gemütlich. Okay, das ist also ein Gutmensch, ein Mann, der Androiden hilft. Wie habt ihr von mir gehört? Ein Android. Unterwegs. Er sagte, sie helfen. Ach ja, stimmt. Verstehe. Stimmt, ja, der war das ja auf der, bei der Busstation. Da. Der hat ja gesagt, sucht den und den. Ja, stimmt, hat er gesagt. Abweichleiben? Stimmt. Was ist mit ihr? Sie ist kein Android. Sie ist ein Mensch. Und ihr sucht einen sicheren Ort. Ja, wenn nicht schlecht. Ist es hier denn sicher? Um ein neues Leben anzufangen. Da verpfeifst du uns doch bei den Cops. Ich höre, Kanada soll zu dieser Jahreszeit sehr schön sein. Ja. Herrliche Landschaft. Wie auch in dem einen Bericht gelesen. Sehr viel Platz, frische Luft. Also hier in dem Spiel. Und keine Androidengesetze. Toll für einen Neuanfang. Ja, das ist genau das, was wir vorhaben. Natürlich. Ich helfe euch. Doch zuerst musst du den Sender loswerden. Sender? Ja. Alle Androiden sind mit einer... Ah, das habe ich mir nämlich auch schon gedacht. Das habe ich mir auch gedacht. Ich werde ihn entfernen und dann seid ihr beide... Das habe ich mir echt gedacht. Kommt schon. Folgt mir. Hauptsache, das ist jetzt alles seriös, nicht? Dass der jetzt irgendwie uns auseinanderbaut. Das jetzt so eine Art Verräter ist, wisst ihr, wie ich meine? Das wäre natürlich scheiße. Wir müssen dem nur vertrauen. Hier entlang. Alles, was wir brauchen, ist im Keller. Oh, das klingt jetzt doch nicht so nett. Ich glaube, wir sollten nochmal zurückgehen, oder? Scheiße, geht nicht. Sie geht zurück. Ich mag das Haus nicht. Ich den Mann. Auch nicht. Gegen, ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich erst recht, Süße. Alice, wir können nirgendwo anders hin. Scheiße, Mann. Das ist locker eine Falle, Mann. Guck doch mal, wie das hier aussieht. Bitte entschuldigt das Chaos. Fuck, Leute, ne, das war ein Fehler, ey. Ich brauche ein Versteck für meine Maschinen. Nee, Mann. Sender zu entfernen ist illegal. Da ist Diskretion wichtiger als Komfort. Na, was siehst du da? Die Kleine hat keine Angst. Nein. Nein, sie kommt klar. Das ist gut. Na, was siehst du denn da? Sag, was du da siehst. Komm, Alice. Nichts. Ist einfach nur Angst. Hm? Was ist das? Hier lang, bitte. Scheiße, Mann. Wir müssen locker fliehen. Scheiße, locker. Der ist nicht vertrauenswürdig. Scheiße. Aber wieso wurden wir denn überhaupt hier hingelotst von diesem Typen da? Wenn das denn hier jetzt fake ist. Der uns jetzt hier irgendwie auseinander nimmt. Stell dich bitte. Das war ja auch ein Android. Der muss ja dann auch für den gearbeitet haben. Hol Hilfe? Hol Hilfe? Wie, hol Hilfe? Ach, scheiß drauf, ich mach das jetzt. Was soll ich da machen? Ich komme eh nicht raus. Dieser Schrank-Android, der Typ da steht doch auch vor der Tür. Und der hier ist auch nicht gerade unkräftig und keine Ahnung, ich habe keine Waffen und was soll ich machen? Oder habe ich meine Waffe noch? Ich muss dich warnen. Das wird etwas unangenehm.
Oh, Hilfe. Das wird dir schon beim Zusehen als Nicht-Android unangenehm. Und ich kann nichts mehr sehen. Weißt du, was seltsam ist? Oh, jetzt kommt's. Aus irgendeinem Grund funktionieren die Sender in Abweichlern nicht. Darum seid ihr so schwer zu finden. Also gibt es eigentlich gar keinen Grund, den Sender zu entfernen. Was? Sie sagten doch... Ja. War wieder klar. Man glaubt, was man glaubt. Das war doch irgendwie dumm. Ah, das war doch blöd. Ihr Abweichler seid so da. Das war wieder so eine blöde Aktion, ey. Sie alle kommen her, glauben, dass ich ihnen helfe. Und ich setze sie zurück. Ich wollte doch zurück. Oder ich behalte sie für Experimente. Nein! Das bereue ich jetzt so. Nein, ich will kein Reset! Lassen Sie mich gehen! Das bereue ich jetzt gerade so hart, ey. Ich vergaß ja das Kind. Der wird doch gleich schon so scheiße, ey. Alice! Alice, nein! Wow. Okay, dann war's das jetzt, oder wie? Der Mutter sein möchte. Das ist so süß. Du alter, hässlicher Hurensohn, Mann. Wir sollten diese Mädchen. Ich wäre hier gar nicht hingegangen. Warum ist sie da auch überhaupt hingegangen? Oh, du Scheiße. Okay, wir werden wieder zurückgesetzt. Zurückgesetzt bedeutet, wir erinnern uns an nichts mehr oder wissen danach halt nichts mehr oder sind nicht mehr funktionstüchtig oder. Was ist dann? Was passiert dann? Das kommt davon, wenn man Träume hat. Das Ende ist immer das gleiche. Tränen und Ernüchterung. Kann ich hier nicht irgendwas machen? Ich meine, so lahm, wie das da jetzt vor sich geht. Es ist besser, gelöscht zu werden und nicht zu fühlen. Keinen Schmerz mehr. Und keine falsche Hoffnung. Junge, was laberst denn? Ich beneide dich fast. Kara! Oh, arme kleine Alice. Oh, deine Mami scheint dich gar nicht zu erkennen, ha? Deine Mami hat dich wohl komplett vergessen. Kara, was ist mit dir passiert? Okay, ich wurde zurückgesetzt. Aber erst zu 50%. Ja, schlag das Kind mal. Ja. Die hat ja noch nicht genug gelitten. Ja, die wird wahrscheinlich in ein paar Jahren, wenn sie älter ist, Selbstmord begehen, wenn sie es nicht jetzt schon umbringt, weil die so gequält wurde. Ihr dummen Arschlöcher, ihr Verhurten, aber gut. Wir treffen uns im Wohnzimmer. Na, willst du mir wenigstens helfen? Ich denke auch nicht, auch wenn du das jetzt so gesagt hast. Scheiße. Pisse. Das ist jetzt echt Mist. Ja. Es sind schon 27% und wir können versuchen zu fliehen. Ja, das ist schon mal gut. Das Ding konnten wir umschmeißen. Was jetzt noch? Einen Kurzschluss verursachen. Aber wie? Wie? Sag mir nur wie. Schieben? Okay. Oh, jetzt geht's aber schnell voran. Scheiße. Blaues Kabel. Mach das blaue Kabel kaputt. Mach es kaputt, Mädel. Zieh. Was? Das Ding greift nach. Hä? Grünes Kabel, gelbes Kabel. Ja. Muss das jetzt in einer gewissen Reihenfolge passieren, oder? Immer kommt dieser Greifer nochmal nach. Scheiße. Das grüne Kabel. Bringt's das? Nee. Mein Speicher wurde gelöscht. Wir haben es nicht geschafft. Oder hat er gelöst? Oder was? Egal. Ich glaube, wir waren zu spät. Und das ging eben so schnell alles, ich glaube, das wird nichts mehr. Ja, wo ist das Mädchen denn?
Was ist hier mit dieser Tür? Hier müssen wir doch irgendwie fliehen können. Hilf uns. Ja, wusste ich doch, dass sie da irgendwas gesehen hat. Sieht doch aus wie so ein Knast. Ihr hat ihren Speicher gelöscht. Ja. Leider. Nein, das darf nicht passieren. Jetzt für gruselige Androiden gestalten. Tu es für sie. Er spielt gerne mit uns. Ja, das sieht man. Der führt echt komische Experimente an. Natürlich, er hat rote Augen und so. Nur zum Vergnügen. Tja. Das ist, wenn man so naiv ist wie ich. Doch, wer ist hier das Monster? Lässt man sich gleich auf alles ein. Schau, was er getan hat. Der, die denn da. Oh Gott. Eben so Haare im Gesicht. Der hat da so einen halben Kopf auf. Kitty. Bist. Ich bin Kara. Sonst wird die Kleine sterben. Ich weiß ja noch alles, also ich als Spieler. Ich kann Kara Auffrischung geben. Oh, ist Kara sexy. Hm. Komm raus. So. Hm, was steht da? Mesh MPP. Hat immer noch nur dieses Triffluser im Wohnzimmer. Was kann man denn hier überhaupt sehen? Ach, da kann man auch nur diese Haarfrau sehen, die da irgendwie Haare im Gesicht hat, Bart, über den Augen und so. Okay. Ich glaube, mir bleibt nichts anderes über, oder? Als ins Wohnzimmer zu gehen. Scheiße, das hat man auch endlich sehen müssen, dass es so ein Gefängnis ist, ey. Also ich habe es eigentlich dann gesehen, also sobald irgendwie, wo er meinte, es ist im Keller, da war es mir irgendwie klar, dass zu 100% was nicht stimmt. Vorher dachte ich noch so, okay, aber da uns dieser andere da einen Tipp gegeben hat, das kann doch gar nicht sein, dass der uns jetzt auch was Böses will, weil ich wollte jetzt nicht zu jedem so misstrauisch sein. Ich dachte, das kann doch jetzt eigentlich gar nicht sein. Und dann ist der, naja. Unser fucking Speicher ist jetzt gelöscht. Wir wissen jetzt nur noch die Sachen aus der Vergangenheit, wenn wir uns hier ein paar Sachen angucken. Wir müssen an die Orte zurückkehren. Kann man hier auch einfach gehen? Aber dann würde ich ja Alice im Stich lassen. Das wollen wir ja auch nicht. Aber ich wollte nur gucken, ob die Tür offen ist. Was ist hier? Können wir nur unsere Jacken ansehen. Aber das bringt ihr im Gedächtnis auch nichts. Doch. Bringt es jetzt weiter, so weiß, dass dieser Typ uns die Sachen abgenommen hat, okay? Und so können wir halt Schritt für Schritt alles rekonstruieren und unsere Gedanken wiedererlangen. Okay, cool, sehr schön. So, und jetzt sind wir im Wohnzimmer. Haben wir dann schon genug Erinnerungen gesammelt? Also hier im Haus würde ich sagen, ja. Warte, es hoch zu ihm. So, ich muss ihn jetzt bedienen. Jetzt bin ich hier halt ein Sklave. Ich war vorher Sklave bei diesem Hartz-IV-Typen da, der mich geschlagen hat und die Tochter geschlagen hat und, ja, uns eigentlich auch irgendwie umbringen wollte und wir mussten den aus Notwehr killen und jetzt bin ich hier Sklave in diesem alten, verrotteten Haus mit diesem fetten Typen da hinten. Klasse. Super Tausch. Diesem Irren. Stell es einfach auf den Tisch da drin. Der jetzt Experimente an uns ausführt und da sind wir schon, da liegen wir auch bald auf diesem Tisch da. Und sind seinen Sachen da ausgesetzt. Seinen Versuchen. Scheiße. Pisse. Bring den Kadaver weg. Nach nebenan. So, kommen ja schon viele Erinnerungen wieder zurück. Jetzt hat sie ja schon wieder eigentlich fast alles wieder erlangt. Also viel mehr haben wir ja mit Kara jetzt auch noch nicht erlebt. Würde ich mal sagen. Vielleicht spricht der Kadaver so mit uns so. Hallo. Luther? Der ist unten. Ja, Slako. Ich bin hier in knapp 10 Minuten fertig. Dann sehe ich mir die Kleine an und schaue. Wer spricht dieser Körper mit uns? Ich habe das so ein Gefühl. Ach Gott, da kriechen die Teile. 10 Minuten. Hilfe, wir raus. Das ist ja ziemlich gruselig. Verbleibende Zeit? Wie verbleibende Zeit? Was passiert in der Zeit? Explodiere ich dann oder was? Fuck it. Wie soll ich denn das jetzt in 10 Minuten hinbekommen? Oder wofür war jetzt eben die Zeitangabe? Hier sind doch nichts, hier kann ich doch nicht Erinnerungen an sie finden, wenn ich hier irgendwas gucke. Hier war ich doch gar nicht mit ihr.
Okay, jetzt erinnert er sich dann an den Typen, wie der immer Bon geraucht hat. Okay, okay, alright, okay. Cool, cool. Mein Name ist Kä. Fast hast du's. Komm, darauf musst du kommen, einfach nur ein A dazu. Was machst du hier? Achso, und das war nämlich bei Markus ja auch so. Du musst dem Meister immer gehorchen. Oh ja, du musst gehorchen. Du darfst hier nicht sein. Du hast hier nichts verloren. Stimmt, das war ja Markus auch so, der dann auch nachher gesagt wurde, dann wusste, wer wieder ist. Ich bin Markus. Musst du in Standby? Weil der war auch... Scheiße, da ist ja der. Komm, erinnere dich. Guck ihn an, dann siehst du, wie du das da rausgeschnitten hast am Kopf. Das da. Und dann weißt du es wieder. Wegen der Kleinen. Fick dich. Tu ihr nichts. Du altes Arschloch. Scheiße. Was macht ihr hier mit ihr? Die ist jetzt umgebracht? Was macht ihr mit ihr? Ja, Detroit Today wird sie auch nicht. Waren vom Dritten Weltkrieg. Okay, die Leute denken, dass 2038 noch nicht der Dritte Weltkrieg angebrochen ist. Das werden wir ja sehen. Ich meine, bei der Lage momentan ist das gar nicht so unwahrscheinlich, dass der Dritte Weltkrieg startet. Aber gut, dazu nicht so viel. Wir sind ja jetzt hier schon in der Zukunft. Das Kaminfeuer, da können wir uns dran erinnern. Wenn wir das Feuer sehen, dann wissen wir, dass wir in der Hütte waren. Ja. Und jetzt weißt du, dass du Kara bist und sie Alice. Und somit kannst du fliehen. Komm, bitte. Ja, noch mit dem. Nee. Mein Name ist Ka plus. Immer noch, du weißt immer noch nicht, dass du Kara heißt. Einige Bewohner Detroits wurden heute Morgen von einer wilden... Vielleicht kommt ja im Fernsehen ein Bericht über uns. Zahlreichen Zeugen zufolge flohen eine junge Frau und ein kleines Mädchen vor der Polizei, doch die Gründe sind bislang unbekannt. Ich glaube, das ist doch die wichtigste Erinnerung. Die Flucht und ja, wenn das jetzt wieder kommt. Den die Flüchtigen anschließend unter großer Lebensgefahr überquerten. Jetzt weiß ich ihren Namen. Alice? Ja, ja! Super! Finde Alice, alright. So, aber Alice finden wir im nächsten Part, Leute. Spannung pur. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis